Hallo liebe Verkehrsteilnehmenden, ich nehme euch heute mit zu meinem ersten eigenen Video. Viel Spaß dabei. Magst du auch noch was sagen? Ich darf es dann schneiden. Ich habe schon geschnitten. Viel Spaß dabei. Servus Leute. Heute mal eine andere Begrüßung. Was steht heute am Plan? Ich alleine 209 Kilometer. Ein Zwischenstopp geplant bei meiner Oma bei der Hälfte. Aber jetzt bin ich heute alleine unterwegs und das ist auch das Spannende. Ich habe jetzt auch zum Beispiel einen neuen Wahoo, also einen neuen alten Wahoo. Also beim Falco muss ich anders mal vorbeischauen. Aber der liegt hier. Also weiter geht's. Ich bin jetzt bei Kilometer. Stimmt es? Oh Gott, Kilometer 10. Kommt mir so wenig vor. Ja, also Update, wie schaut's aus? Wir haben mittlerweile Niederösterreich erreicht. Bin jetzt hier am schönen Dammweg. Kilometer 20. Ich bin jetzt schon gut eine Stunde auf dem Rad. Mal schauen, wie es weitergeht. Yeah. Süß. Gravelry. Knappe 30 Kilometer. 1 Stunde 23 Fahrzeit und it's getting hot in here. Ich bin jetzt am Weg nach Wiener Neustadt. Dort werde ich dann zum Billa gehen und was zum Essen kaufen. Ist dann ungefähr nach 60 Kilometer. Werde mich stärken, weil dann gehen die Höhenmeter los. Ich habe hier heute insgesamt 1600 und jetzt fahre ich auf der Straße, ist auch ganz nett. Ich bin jetzt immer noch auf der Suche nach einem Supermarkt. Ich bin mittlerweile schon in Wiener Neustadt und ja, es ist mittlerweile extrem heiß. So geht es mir gut. Also ich habe jetzt einen Puls von 147. Das ist okay. Der Lidl ist jetzt hier. Also ja, das heißt kurz Snackpause und dann sehen wir uns gleich wieder. Frisch gestärkt geht es jetzt weiter. Und ich bin jetzt noch gespannt, was kommt. Das sollte jetzt noch richtig steil werden. Und hier sind jetzt die ersten Höhenmeter. Ich habe jetzt ca. 80 Kilometer und ich war jetzt noch mal kurz in diesem süßen Nah und Frisch und habe mir noch mal kurz ein bisschen eingedeckt mit Gummibärchen für später und noch mal zwei kühle Wasser. Ich habe mir jetzt gestern das neue Update für ein Wahoo Element runtergeladen und da sieht man ja jetzt ganz gut, wie viele Höhenmeter so auf einen warten. Es geht dann noch rauf bis 850 Höhenmeter. Und dann habe ich eh schon 100 Kilometer, das ist dann mein erstes Etappenziel für heute. Das war jetzt so ganz witzig. Es ist gerade eine E-Bike-Fahrerin zu mir hergekommen und hat sich von mir gerechtfertigt, warum dass sie mit dem E-Bike fährt. Das war irgendwie witzig, das ist mir noch nie passiert. Puh. Es ist soweit, ich stehe in der Steigung. Ich habe jetzt gleich den ersten Peak. Was mir da jetzt oben am Berg erwartet, naja, jetzt mal Wasser. Oh. Oh Gott, das ist nice. Jetzt sind wir belohnt mit der ersten Abfahrt des Tages. Let's go! Ich bin jetzt nur mal im nächsten Anstieg, kind of. Und werde jetzt nochmal mit der Sonnencreme ein bisschen einschmieren, weil ich gemerkt habe, ich bin schon nur ein bisschen rot. Es ist hier mega steil.
waren gerade 14,1 oder so. Auf jeden Fall kein Bock. Ich schieb. Die Lage schaut so aus. 12% und es wird nicht besser, eher steiler. Das ist eh die Komoot-Passage, wo gestanden ist, eventuell schieben. Ja, ich erinnere mich, dass das aber schon kurz vor der Ankunft ist. Also ich muss jetzt nur drüber über diesen Hügel und dann müsste ich schon im Bad hinaus sein. Die Lage schaut mittlerweile so aus. Aber der Ausblick ist ganz nett. Von da drüben bin ich gekommen. Und ja, Komoot und ich haben jetzt gerade ein bisschen ein Beef. Er sagt, ich muss da rechts in den Wald. Ich sag fix nicht. Ja, und es ist mittlerweile so ein Mix aus Schieben und Fahren. Ich schiebe, aber ich glaube, da oben hinter den Strommasten müsste dann die Straße sein. Ja, der Wahoo sagt, ich bin im richtigen Weg. Nice! Ihr seht mich wieder rollen, so wie ich es am liebsten habe. Hab die Straße gefunden und ja, jetzt zuckel wieder noch schön nach Bad Schönau. Oh yeah! Der Wahoo hat mich jetzt wieder hier runtergeschickt, von der Straße weg. Jetzt muss ich hier bergab fahren, am Acker. Ja, aber wie gesagt, gleich haben wir es geschafft. Und ja, ich wurschtel mich da jetzt wieder durch. Alter, ich glaub's nicht, ich bin jetzt irgendwo im Wald. Also literally irgendwo. Komoot sagt die Tour. Und da ist ein Zaun. Was ist es mit Strom? Kommen wir da durch? Ich muss auf jeden Fall dann links. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay. Betreten der Koppel ist aus Gesundheits- und Haftungsgründen untersagt. Im Wald ist es wenigstens schön kühl. Das ist der einzige Vorteil, den ich gerade habe. Da geht es jetzt irgendwie nur so steil bergab. Da ist die Koppel und da ist so, also da kann ich irgendwie jetzt gar nicht durch. Und da drüben müsste die Straße sein, deswegen werde ich da jetzt mein Radl drüber heben und einfach schauen, dass mir die Tiere nicht als Feind sehen. Da rechts sieht man jetzt die geile asphaltierte Straße, der jetzt runtergesaust gekommen wäre. Und links sieht man den Wald-Gebüsch, wo ich gerade mein Rad runtergetragen habe. Und ich habe nichts gefilmt, weil ich musste mich echt konzentrieren. So. Mittlerweile schaut es so aus, dass ich wieder im Wald bin. Mir ist halt eigentlich so Luftlinie 2 Kilometer entfernt sein. Also Gott sei Dank wieder im kühlen Wald. Oh. Ja, man darf nicht vergessen, man muss immer einen kühlen Kopf bewahren. Die gute Nachricht. Wir haben gerade 100K geknackt. Ich bin aber schon 5,5 Stunden am Weg und es ist 3:10, Alter. Oh, ich will einfach nur ankommen. Also ich bin ja nicht mehr angekommen, das ist ja nur mein Zwischenziel. Aber oh, ich bin wieder mal am Rollen. Puh. Ich habe jetzt den Komoot, den Wahoo auf Zeiten da und fahre jetzt mit Google Maps nach Bad Schönau. Es müssen jetzt nur 45 Minuten sein. Let's hope for the best. So schaut's aus. Ich bin einfach immer noch nicht da. Weil irgendwie will mich Google Maps jetzt auch verarschen. Zeigt mir den Weg an. Ich bin mitten im Wald. Ah, so random. Bad Schönau. Halleluja. Wir haben's. Jetzt muss ich nur noch. Ja, du sagst jetzt auch, wir sind da. Komoot. Ah!
Ja, danke. Komm, grüße dich, wenn man gedacht hat, wo soll ich ein Getränk hernehmen? Ich habe jetzt Batschen auferlassen, hat mich gestärkt. Und ich fahre jetzt noch zum nächsten Bahnhof. Ich werde jetzt noch eine Stunde hinfahren und werde dann den Zug nach Wien sitzen. Und ja, ein Resümee zu der Reise gibt es dann vielleicht später. Jetzt müssen wir schauen, dass ich den Zug erwische. Jetzt einen Schatten-Ticket kaufen und dann kurzes Update. Ich fahre ganz schnell. Mein Radl steht da. Ich bin mittlerweile wieder in Wien angekommen. Nicht ganz ohne motorisierte Hilfe. Aber so wie es ausschaut, gibt es jetzt eh eine Gewitterwarnung. Also eh doch ganz gut, dass ich jetzt heimkomme. Karlsplatz-Vibes für die Wien-Fans. Ja, danke, dass ihr euch das Video bis daher angeschaut habt. Ja, eins steht fest, es wird nicht meine letzte Tour gewesen sein. Ich möchte 200 Kilometer unbedingt knacken, vielleicht aber mit einem anderen Rad. Mal schauen. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr da auch wieder ein Video haben wollt. Gute und sichere Fahrt. Euer Wiener Verkehr.